Lauterbach. Im März behaupteten Sie, dass das RKI unabhängig von politischen Weisungen gearbeitet habe. Ich habe das auch mal auf Band. RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Und im März haben Sie dann nochmal auf X betont, Medien spekulieren, RKI habe auf politische Weisung nicht wissenschaftlich unabhängig gearbeitet. Das ist falsch. Aus den RKI-Protokollen geht aber jetzt das Gegenteil hervor. Da steht zum Beispiel drin, Zitat, Reduzierung Frau Riffle, des Risikos stellen Sie Ihre von Frage. Sehr hoch. Wir brauchen ja kein Co-Referat, bitte. Ja, es gehört zu meiner Frage. Das, in dem RKI-Protokoll steht drin, Reduzierung des Risikos von sehr hoch auf hoch wurde vom BMG abgelehnt. Und auch gegenüber dem CSU-Abgeordneten Pilsinger gab es eine Antwort vom Ehrenministerium, wo sie zugeben, dass sie gemeinsam mit dem RKI ihr Haus entschieden haben, die Risikobewertung Ende Februar 2022 beizubehalten. Deswegen, Herr Minister, warum belügen Sie das Land? Frau Riffler, wir würden die Frage ans Ende stellen. Erstmal die anderen Themen, die hier zu direkt sind, es sei denn, der Minister möchte sofort antworten. Kann direkt antworten. Also natürlich haben wir mit dem RKI fachlich immer weiter diskutiert auf allen Ebenen. Das habe ich ja nie bestritten. Nichtsdestotrotz, Sie haben also von einer Weisung gesprochen. Eine Weisung hat es in dem Sinne nicht gegeben, sondern wir haben auf fachlicher Ebene miteinander diskutiert. Und wie hätte es auch anders sein können? Also wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Haus und im RKI zum Teil anders bewertet werden, dann muss man nochmal also gemeinsam sich zusammensetzen und kommt dann zu einem gemeinsamen Ergebnis. So war es auch hier. Kurze Nachfrage, wenn Sie erlauben, Herr Minister, dazu. In dem RKI-Protokoll steht ja zum Beispiel Sätze wie politisch nicht gewünscht. Das klingt ja schon gewissermaßen wie, als hätte es da eine Weisung gegeben. Moment, und ich möchte Sie bitte fragen, wenn Sie nicht lügen, wer lügt dann? Es hat niemand gelogen und ich kann jetzt also einzelne Passagen aus den Protokollen nicht diskutieren. Aber der normalste Vorgang der Welt in einer Behörde, für die wir fachlich also zuständig sind in der Aufsicht, ist, dass wir den jeweiligen wissenschaftlichen Stand beurteilen und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.